Ja, das ist so. Und wenn was nicht funktioniert, dann muss man es auch einfach sein lassen. Die geistige Welt hat früher oft zu mir gesagt, mach immer nur das, was leicht geht. Das andere brauchst du nicht zu machen. Und das ist sowas für den, wenn man beginnt, etwas zu tun, dass man dann erstmal die leichten Sachen macht, weil danach wird es dann immer schwieriger. Dann gibt es auch noch diesen Spruch, die leichten Dinge sind alle schon getan. Aber so sollte man einfach anfangen und auch das, was zu einem kommt, Genau. einfach machen. Also ich habe auch, mein Großvater hat früher gesagt, Michael, wenn du jetzt in das Berufsleben einsteigst, du musst hart arbeiten, um dein Geld zu verdienen. Habe ich jahrelang gemacht. Fand ich toll. Irgendwann habe ich das umgedreht und habe Ja. nicht mehr hart gearbeitet, hat mehr Spaß gemacht, habe auch Geld verdient. Klar. Weil man Ja. eben die leichten Dinge tut. Ne? Ja, eben, genau das ist es. Und diese vorgelebten Glaubenssätze übernimmt man erstmal ohne nachzudenken und denkt dann aber auch, es wäre richtig so. Und da finde ich, ist ein Denkansatz wirklich nötig, dass man überlegt, stimmt dieser Glaubenssatz überhaupt für mich persönlich? Nur, jetzt nehmen wir mal die Eltern raus, nur wenn es jemand sagt oder nur weil es jemand sagt, hat es noch lange nicht zu stimmen. Ja, genau. Ich wollte dich noch fragen, du hast vorhin von dem Kuss des Vergessens gesprochen. Gibt Dem es eine Schleier. Möglichkeit, dem Schleier des Vergessens, genau. Gibt es eine Möglichkeit, den irgendwie auszuknipsen? Oder Ja und nein. Es gibt ja Tage, Portaltage im Jahr, zum Beispiel, wo die Schleier dünner sind. Die sollte man nutzen. Dann gibt es Vollmond, Neumond, wo auch so eine gewisse Energie da ist, die man gut nutzen kann. Letztendlich ist es schwierig, diesen hinter den Schleier zu schauen. Aber je mehr du dich spirituell beschäftigst, je tiefer du in die Materie hineingehst, umso mehr kannst du dich selbst erfahren und eben da ab und zu mal einen Blick hinter den Schleier erhaschen.